Hallo und herzlich willkommen bei Buch im Süden. Heute mit Karin Duwe, Sissi. An was denken Sie, wenn Sie an Sissi denken? Romantik. Karl-Heinz Böhm, Romy Schneider. Viele schöne Kleider. Wunderbare Szenen an der Hofburg. Und keins von allem ist in diesem Roman abgebildet. Karin Duwe hat sich vor einiger Zeit in einen Pferdehof eingekauft und wollte jetzt mal ein Buch über Pferde schreiben, fing an zu recherchieren und kam auf Sissi, die ja die beste Reiterin Europa war zu ihrer Zeit. Und wir lernen Sissi kennen, da ist sie so Mitte 30, zwischen 36 und 39 Jahre alt. Sie ist eigentlich nie in Wien. Franz Josef schmachtet immer mit Briefen und besucht sie auch ab und zu in Gödelö. Sie ist in England, sie ist am Starnberger See, sie reist, sie ist auch am Mittelmeer. Sie ist völlig ruhelos und ist getrieben von einer wahnsinnigen Lust zu reiten. Sie lässt sich die Reitkleider auf den Leib schneiden und spinnt Intrigen mit ihren Hofdamen. Ein grandioses Leseerlebnis, bitterbös.